Bist du morgens schon mal aufgewacht und hattest plötzlich einen steifen Nacken? Du hattest weder einen Unfall, hast dich noch irgendwie hardcore gestresst und trotzdem stehst du in der Früh auf und kannst nicht mehr richtig nach rechts oder nach links schauen. Was ist also in der Nacht passiert, dass dieses Symptom sich so ausgeprägt hat? Ich bin Lutz Graumann und seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich damit, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und bessere Nächte zu haben. Nackenschmerzen sind oftmals dann ausgeprägt, wenn sich unsere Körperhaltung verändert. Das heißt, normalerweise hat uns die Anatomie den Körper so aufgebaut, dass der Kopf direkt in der Mitte unserer Schultern sitzen sollte, sodass, wenn wir uns von der Seite ansehen, dass wir eine Linie haben zwischen Mitteohr, Mitte Schulter und Mitte Becken. Jetzt sitzen wir aber die ganze Zeit am Schreibtisch und vielleicht auch du bist öfter mal damit beschäftigt, mit dem Smartphone nach vorne zu schauen und dann verändert sich unsere ganze Körperhaltung und das verändert natürlich die komplette Anatomie und die Zug- und Druckverhältnisse, vor allen Dingen für unseren Nacken. Wir haben immer diese Überstreckung des Halses und das kann dann auf Dauer dazu führen, dass diese Schmerzen und Irritationen ausgelöst werden oder was dann in den Medizinkreisen dann als Blockierung bezeichnet wird. Das ist eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung, die glücklicherweise aber reversibel ist. Das heißt, in der Regel verschwindet das auch wieder ohne bleibende Schäden. Was kannst du also tun, um dieses weniger wahrscheinlich werden zu lassen? Und was kannst du tun, wenn es dann einmal wirklich passiert ist? Als allererstes, mach doch immer mal wieder einen Posture-Check. Das heißt, korrigiere deine Haltung, erinnere dich immer mal wieder daran, dich wirklich aufzurichten und den Kopf nach hinten zu bringen. Als Selbstes kannst du dich mal an eine Wand stellen und guck doch mal, wie natürlich es sich für dich anfühlt, wenn du mit den Fersen die Wand berührst, mit den Schultern die Wand berührst, ob du dann überhaupt easy deinen Hinterkopf an die Wand bekommst. Die allermeisten Menschen müssen sich mittlerweile anstrengen, um überhaupt diese aufrechte Körperhaltung wieder einzunehmen. Das Zweite, was man dir mitgeben kann, ist jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, dann versuch doch mal, die unbewusst oben mit dem Kopf zu berühren. Dass du dich also noch mal jedes Mal, wenn du durch eine Tür schreitest, ganz groß machst, dann kannst du immer mal wieder unbewusst deine Haltung korrigieren. Mein Lieblingstrick, wenn mal der Nacken so ein bisschen steif ist, dann machst du Bettübungen. Du legst dich nochmal zurück in die Rückenlage auf dein Bett und dann versuchst du mal in der Rückenlage 8 Sekunden lang maximal dein Hinterhaupt in die Matratze durch das Kopfkissen durchzupressen und nach 8 Sekunden atmest du dann langsam aus und löst die Spannung. Als Nächstes drehst du deinen Kopf ganz nach links, soweit es gerade schmerzfrei geht. Und dann wieder 8 Sekunden den Kopf auch in der Rotation in die Matratze pressen, mit der Ausatmung langsam nachlassen. Und dann probier mal. In der Regel stellst du fest, dass du schon nach der ersten Wiederholung etwas weiterkommst. Das Ganze kannst du noch 2-3 Mal wiederholen. Du würdest erst in die schmerzfreiere Seite der beiden arbeiten und danach dann in die schmerzhafte Richtung das Ganze auch mal ausprobieren. Das Prinzip, was sich dahinter verbirgt, heißt postisometrische Relaxation. Wir sind dann in der Lage, die Beweglichkeit von Segmenten zu steigern, wenn wir vorher alle Muskeln in dieser Region einmal maximal angespannt haben und dann mit der Ausatmung leiten wir die Entspannung ein. Und dann kannst du vielleicht auch feststellen, dass deine Range of Motion, deine Beweglichkeit durch diesen einfachen Trick vielleicht sogar auch noch besser geworden ist. Wenn du also die postisometrische Relaxation mal ausprobiert hast, kannst du noch einen zweiten einfachen Hack verwenden, um die Muskulatur etwas lockerer zu kriegen und sie besser zu durchbluten. Das ist einfach Wärmetherapie. Erstmal kannst du probieren, was passiert mit einer heißen Dusche oder einer heißen Badewanne. Denn schon wenige Minuten heißes Wasser führen dazu, dass sich die Haut schön rötet, die Gefäße schön aufgehen und die ganze Region, die eben noch schmerzt, besser durchblutet werden kann. Es gibt natürlich auch Wärmedecken und es gibt auch noch andere Tools, die dir lokal Wärme applizieren. Und all das kannst du sicherlich mal ausprobieren, wenn du häufiger von diesen Symptomen hergesucht wirst.
Wenn dir dieses Video gerade gefällt und du interessiert bist an gesundem und effektivem Schlaf, dann verlinke ich für dich hier unten meinen 21-Tage-Online-Schlafkurs mit Blackroll, damit ich auch dir dabei helfen kann, deine Schlafziele zu verwirklichen. Neben der Veränderung unserer Körperhaltung spielt natürlich auch manchmal deine Schlafposition eine Rolle für die Entstehung von Kopf- und Nackenschmerzen. Wir denken immer, dass wir auf einer präferierten Seite einschlafen, aber es ist doch verrückt, dass ein Mensch auch in einer normalen Nacht sich bis zu 40 Mal dreht und wälzt und das Ganze unbewusst abspult. Und oftmals landest du dann vielleicht sogar auch in der Bauchschläferlage. Und hier könnte dann auch ein Auslöser für den steifen Nacken zu finden sein, denn wenn du auf einem sehr hohen Kopfkissen schläfst und dann noch dich auf den Bauch drehst, dann ist der Kopf so komisch überstreckt, dass dann auch diese Zwangshaltung dazu führen kann, dass mal diese Blockierungssymptomatik ausgelöst werden kann und du dich selber verlegen hast in der Nacht. Es gibt jetzt nicht den einen Tipp oder Trick, der 100% schmerzfrei macht. Aber oftmals ist das proaktive Bewegen und Selbstmassieren dauerhaft besser als der einfache Quickfix, der Griff in die Pillenschublade. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du auch nochmal wieder reinschaust bei dem folgenden Video. Denn da kann ich dir zeigen, wie du mit einer perfekten Abendroutine auch nochmal die wichtigen Körperregionen bewegen kannst oder massieren kannst. Und dann haben wir auch noch eine Playlist für dich mit weiteren Videos, die dir spannende Einblicke geben in die Faszination des Schlafes. Denk immer dran, schlaft gut.